Neben mir begrüße ich Tim Budesheim, Juniorenweltmeister. Tim, hier auf der FIBO zum ersten Mal jetzt in Köln. Vorher warst du ja mal in Essen. Deine Eindrücke bislang? Ja, hallo erstmal. Ja, meine Eindrücke für mich selbst als Athlet, der hier mehr oder weniger arbeiten muss, macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob ich jetzt in Köln, in Düsseldorf oder sonst wo bin. Natürlich hat sich, merke ich selber schon, ich bin mittlerweile auch schon das fünfte Mal auf der FIBO oder so, oder schon das dritte Mal oder vierte Mal arbeite ich hier, dass sich in den letzten Jahren schon ganz schön was getan hat wieder. Es war mal so eine kleine Flaute, sagt dir ja jeder, das war mal so eine kleine Flaute im Fitnesssport. Und diese Flaute geht langsam wieder bergauf, was natürlich erfreulich ist für uns Athleten, dass dieser Fitness und Bodybuilding vor allem, dass dieser Bodybuilding-Sport wieder immer populärer wird. Freut mich natürlich. Nun hat ja Bodybuilding auch sehr viel mit Disziplin zu tun. Wir kommen ja eher aus dem Kampfsportbereich, da spielt aber Disziplin auch eine sehr große Rolle. Von Prozenten her gesehen, was würdest du sagen, wie wichtig ist Disziplin, um ein erfolgreicher Bodybuilder zu sein? Ja, Disziplin ist das A und O, ist einfach das Wichtigste. Ich habe mittlerweile auch schon so ein paar Sportarten hinter mir, wie das normale herkömmliche Fußball, Motocross gefahren und so weiter. Ich kann nur sagen, so viel Disziplin, wie ich beim Bodybuilding aufbringen musste, musste ich bisher noch nicht aufbringen. Muss natürlich aber dazu sagen, Leistungssport ist Leistungssport, da ist Disziplin einfach, das gehört einfach dazu, wie, keine Ahnung, der Braten zum Weihnachtsessen oder sowas. Aber gerade für die Jugend zu Hause, die mit dem Sport anfangen, die haben ja meistens auch so ein bisschen die Mentalität, wenn ich jetzt mit dem Bodybuilding anfange, nächsten Monat habe ich locker 2 Kilo Muskelmasse mehr. Siehst du da auch so eine Gefahr, dass viele auch an dem Bodybuilding ein bisschen zu ehrgeizig oder auch ein bisschen mit der falschen Sichtweise rangehen? Ja, das gibt es viel, dass halt viele das Bodybuilding aus der falschen Perspektive betrachten. Die hören dann auf irgendwelche Foren, statt sich dann mal wirklich selber richtig schlau machen und auch irgendwelche Seminare besuchen, die wir Bodybuilder anbieten. Diese Seminare sind nicht für uns, damit wir jetzt reich werden, sondern wirklich, damit wir das unser Wissen weitervermitteln können. Und viele gehen das von einem komplett falschen Weg an. Zum Beispiel heißt es im Bodybuilding immer, aufbauen kann man nur durch viel Essen, durch viele Kalorien. Und die hauen sich dann kiloweise Hamburger, Pizza, sonst irgendwas rein. Was natürlich jetzt für den Muskel natürlich nicht tödlich ist, aber was der Muskel nicht braucht. Der Muskel braucht Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und so weiter. Und das in einer gesunden Zusammensetzung. Und viele sind halt zu ehrgeizig und machen dann einfach zu viel oder essen zu viel falsche Sachen, statt einfach die richtigen Sachen in dem richtigen Maße zu sich zu nehmen. Ja, gerade Weider hat ja sehr große Erfolgsgeschichte. Würdest du denn sagen, jeder Körper ist zwar individuell, aber gibt es schon so Grundprinzipien, wonach man sich richten kann, um ein erfolgreicher Bodybuilder zu werden? Also prinzipiell sage ich immer, man kann halt aus dem Rennpferd keinen Ackergaul machen und umgedreht, ne? Also jeder soll bei seinen Leisten, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das ist halt wirklich so ein alter Spruch, aber das ist wirklich wahr, denn ich habe auch erst spät oder etwas später, 15, ich habe schon früh angefangen zu trainieren, entdeckt, dass okay, ich kann gut Muskeln aufbauen, meine Proportionen stimmen, okay, alles da, also gehe ich in diese Bodybuilding-Schiene und habe mich dafür entschieden. Es gibt natürlich viele, die wollen sich in diese Schiene reindrücken, haben aber gar nicht diese Veranlagung dazu, sondern sind dann halt eher so diese Langstreckenläufer. Wenn ich jetzt eher der lange, dünne Typ wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auch eher Marathon laufen oder so. Sage ja nicht, dass das alles ein schlechter Sport ist. Nur viele müssen sich halt erstmal wirklich selber mal betrachten, wo sehe ich mich, was kann ich erreichen mit meiner Genetik. Weil die Genetik kann man auch selbst durch Ernährung und Ehrgeiz nicht besiegen. Die Genetik ist natürlich vorgegeben, ne? Und den Appell kann ich halt immer nur geben, dass man sich selber wirklich mal realistisch betrachtet, was man für eine Genetik hat. Und mit der Genetik muss man halt weiterarbeiten. Es gibt ja auch Leute, die Kraftsport machen und haben eine absolut gute Schnellkraft, absolute gute Muskelpakete und eine gute Ausdauer. Die sollten dann vielleicht eher in diese Kampfsportschiene gehen. Und es gibt bestimmt Kampfsportler, die boxen dreimal und machen dreimal hier irgendwie Boxspringen oder so, haben solche Waden, die sollen dann lieber zu uns Bodybuilder kommen. Also ist der Trugschluss falsch, dass man sagen kann, wenn ich viel Masse aufbauen will und mache Kampfsport, das ist gar nicht möglich. Das ist wirklich immer, was der Körper hergibt. Ja, das stimmt jetzt auch nicht ganz, um nicht ganz auszuschweifen, aber
man soll wirklich das machen, was einem wirklich auch Spaß macht, ne? Und wo man halt auch für geeignet ist. Natürlich ist alles eine Trainingssache. Alles, was man machen möchte, ist irgendwie eine Trainingssache. Ich bin früher Motocross gefahren, mache jetzt Bodybuilding und wenn ich jetzt mal fahren will, kann ich das trotzdem noch tun. Ich muss es halt nur gezielt trainieren. Ne? Meine letzte Frage an dich jetzt. Hast du jetzt viel erreicht? Was ist der nächste Schritt? Ja, dadurch, dass ich noch 22 bin, werde im Mai 23 und die das Alter hochgeschraubt haben, bin ich jetzt das letzte Mal bei den Junioren. Deswegen will ich das auch ausnutzen. Und zwar will ich im Herbst die Junioren-Weltmeisterschaft nochmal mitmachen. Einmal Junioren-Weltmeister bin ich. Und hoffe ich mal, dass ich das zweimal Junioren-Weltmeister hat auch noch bisher noch keiner geschafft, meiner Wissens nach. Es wäre natürlich cool, wenn ich das erreichen könnte. Natürlich will ich weiterkommen und will im Herbst Männerdeutsche Meisterschaft mitmachen. Das heißt, mein Fazit ist Herbst Junioren-WM und Männerdeutsche Meisterschaft, was natürlich von den Terminen abhängig ist. Da wünschen wir dir dafür alles Gute und viel Erfolg und hoffentlich bald nochmal sprechen zu können. Alles Dankeschön. Gute. Danke.